Für diesen genialen Trick solltest du Wodka über dein Klopapier kippen. Was du dabei allerdings unbedingt beachten musst und wie dieser geniale Trick auch dir weiterhelfen kann, erfährst du in diesem kurzen Video. Denn bevor wir den Wodka über unser Klopapier kippen, müssen wir es noch etwas vorbereiten. Und es gibt sogar zwei verschiedene Optionen, die ich dir jetzt zeigen werde. Für die erste Option nimmst du Wodka, und zwar 150 Milliliter. Bei der zweiten Option kannst du Isopropanol verwenden. Dann solltest du 110 Milliliter Wasser mit 40 Milliliter Isopropanol mischen. Außerdem brauchst du für diese Mischung noch Essig. Hier sollten es ungefähr 2 Esslöffel sein. Neben Essig kannst du noch ein ätherisches Öl deiner Wahl nehmen für einen guten Duft. Gib einfach ein paar Tropfen mit zur Mischung dazu. Wenn du jetzt alles in ein Gefäß gegeben hast, solltest du es richtig gut durchrühren, damit alle Zutaten miteinander vermischt sind. Und dann im nächsten Schritt brauchen wir auch schon unser Klopapier. Schnapp dir davon eine Rolle, drücke sie einige Male und hole dann die innere Pappe heraus, denn die brauchen wir für unseren Trick hier nicht. Zieh sie vorsichtig heraus und entsorge sie. Guck jetzt, dass du schon die ersten Blätter, so wie bei mir hier, etwas nach oben ziehst. Das macht es später etwas einfacher. Jetzt brauchst du ein Gefäß, wo die Klorolle hineinpasst. Ich habe hier eine solche Dose genommen. Dort drücke ich jetzt die gesamte Klorolle hinein und dann schnappe ich mir schon wieder die Mischung, die ich eben zusammengerührt habe. Diese wird jetzt über das gesamte Klopapier gekippt. Verteile es gut, damit die gesamte Klorolle sich schön einsaugt mit dieser Mischung. Warte jetzt einige Minuten, bis alles richtig schön von der Klorolle aufgesaugt wurde. Jetzt kannst du einen Deckel drauf machen und die Dose einfach beiseite stellen. Denn was du jetzt hast, sind wirklich geniale Feuchttücher. Öffne die Dose, hol einfach eines heraus und wische irgendwas damit auf, wenn du mal etwas daneben gekippt hast. Schau dir jetzt auch unbedingt noch das Video an, welches du jetzt auf dem Bildschirm verlinkt siehst. Dort zeige ich dir 11 Autotricks, die wirklich jeder kennen sollte, aber fast niemand kennt.